das großzügig gegeben und dankbar angenommen wird, ist für allerdings überlege ich gerade, ob ich in der nächsten Runde, also wenn ich dran bin, hier an der Grenze eine neue Armee aufbaue. Also ja, wenn es dein Geld hergibt, dann ja. Ja, ich muss ja keine Fullstack bauen. Ich will nur eine Armee, die halt so stark ist, dass ich die Stadt besser halten kann. Ja, ja, da reichen eigentlich ein fremder General und 4 oder 5 Hopliten. Oder Pikiniere, meine ich. Oder Piken wahrscheinlich eher, ja. Und dann halt noch Fernkampf. 1 oder 2. Das reicht schon. Ich weiß nur nicht, ob ich da an der... Aber doch, ich habe in der Provinz die Möglichkeit für Hopliten und Pikiniere. Müsste ich haben. So, Umsturz, Rang erhöht. Blablablub. Alter. Rang erhöht. Der goldene Gallier. Das Können des Sklaven war einzigartig. Käufer aus aller Welt. Bla bla bla. Habe ich 5000 bekommen. Nice. Nice. So. Ich kann das bauen. Ich dachte, ich brauche dafür Eisen. Automatisch. Okay. Also, so wie es aussieht, kann ich innerhalb von 8 Runden eine königliche Kaserne bauen, auch ohne Eisen. Okay. Aber das will ich gleich nochmal prüfen, so, Auch nochmal automatisch. Okay. Das sind jetzt die Reste von... von dem kleinen Dude. Okay. Und nochmal automatisch. So, Fraktion vernichtet. Tut mir leid. Ich könnte gleich weitergehen. Automatisch. War gerade auf dem Weg. Aha. Okay. So. Du wartest noch. Gut. So. Das Problem ist gerade nur, dass ich nicht mehr vertrauenswürdig bin anscheinend. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich jetzt bin ich wieder vertrauenswürdig. Naja, okay. Wahrscheinlich. Okay, ich weiß, was ich sagen will. Weil ich die ganze Zeit Krieg führe. Aber okay. Boah, aber das ist halt echt krank. Umso krasser du in deiner Imperiumsstufe wirst, umso... Also irgendwann hast du halt echt gar keine Boni mehr oder so, sondern halt nur noch Malus. Ja, das stimmt. Aber ja, irgendwann ist es auch mehr oder weniger scheißegal. Ja. Ja, das Ding ist, ich hab halt jetzt schon... höhere Aktionskosten, Strafe in öffentlicher Ordnung, Unterhaltskosten. Ja. Mehr Korruption in den Provinzen. Ja, das ist schon heftig. Oh,
Ich glaube, einer von meinen Streitern ist draufgegangen mit einer, mit der Armee vorhin. Ja, die gehen dann drauf, ja. Leider. Dabei ist die Armee gar nicht ganz gestorben. Oder ist der an den General gebunden? Nee. Also wenn die Armee überlebt, überlebt auch der Typ. Aber vielleicht war er auch zu alt, aber das siehst du das dann hätte gleich. Das hätte ich dann, genau. Na, das wird hier. Ja, aber Getreidehöfe sind doch ein Gebäude, was ich gar nicht betreiben kann. Achso, doch kann ich, aber ich hab's noch nicht erforscht, oder was? Ja, wenn es ausgeblichen ist und oben rechts ein roter. Rotes kleines Dreieck ist. Also, rotes kleines Dreieck, das hast du dann noch nicht. Also, das steht deiner Fraktion nicht zur Verfügung, aber du hast dann, wenn du auf Umbau klickst, dann siehst du, ob du Alternativen hast, aber wahrscheinlich nicht. Also, die musst du dann. Eben erforschen. Bei mir, ich kann es tatsächlich nicht einreißen, aber ich kann irgendwas bauen. Also ich kann es umbauen, das sieht genau gleich aus. Ja, genau. Aber und, ja, dann, also ja. Ist halt das, also bei mir zum Beispiel habe ich ein Siedlung Schildmacher und ich habe halt Schildmacher noch nicht erforscht. Bei mir heißt es halt dann anders, oder also auch Schildmacher. Aber das habe ich noch nicht erforscht. Deswegen. Okay. Genau. Gut. Ich bin fertig. Gut. Ja, da wurde ein Bündnis gebrochen. Vergütungsreformen. Ihr habt eine technologische Weiterentwicklung erzielt, die euch einen Vorteil gegenüber euren Gegnern verschafft. Herodot, der General, der gerade eben diese Schlacht gewonnen hat, hat eine höhere Stufe erreicht. Dann versteckter Agent wurde entdeckt. Zügellose Piraten, die Kontrolle über die Ozeane übernommen. Keine Küstensiedlung ist sicher. Nur Irrsinnige würden unbewaffnet in See stechen. Nennt mich nix. Okay. Schnell und laut. Dann noch eine Fraktion vernichtet, noch eine Fraktion vernichtet, ein Baubericht, dann Erlass erteilt und den Rest habe ich schon. So. Wir hungern nach einer Schlacht. So, der Basileus, da ist der Held noch eine Stufe aufgestiegen. Was giltst du eigentlich da immer? Bitte? Bei dem Helden, also bei den Helden skill ich meistens auf Armeeunterstützung. Ja. Weil ich die meistens einfach in der Armee mitschicke. Die Spione, kommt halt drauf an. Bisschen, wie lange sie denn überhaupt leben. ja, also. Ja, aber ja, so mache ich es auch. Also bei Veteranen oder Helden eigentlich immer auf Skillung, auf Erfahrung und dann auf Schaden quasi. Ja. So. Dann jetzt mal schauen. Einerseits
Hier, okay, dann erforsche ich mal ein bisschen weiter die... Das klingt doch gut. So. So. Also. Dann schon mal die nächste Ding. Das fange ich auf jeden Fall an. Und dann schauen wir mal. Aktuell ein einziger Mann aus meiner Fraktion, der eine Armee aufstellen könnte. So, Ares Schrecken wird also wieder zu euren Diensten eingesetzt. Und dazu vier spartanische Pikiniere, zwei spartanische Hopliten und die Steinschleuderer haben tatsächlich mehr Reichweite als Bogenschützen, das ist ja krass. Mhm. Die Steinschleuderer sind in einigen Sachen besser als die Bogenschützen. Außer im Schaden. Naja, und Bogenschützen können über Häuser schießen. Also haben nicht so einen flachen Wurfding. Ja, weil ich überlege gerade, ob ich Helotenbogenschützen rekrutiere oder nicht. Sind ja auch Sklaven. Ja. So. So. Zwei Runden braucht diese Armee jetzt, bis sie in der Form steht. Aber warte mal, wie viele... Ich kann 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einheiten gleichzeitig rekrutieren. Nicht schlecht. Dann... Ballern wir da doch noch ein paar Hopliten mit zu. Ich meine, wenn ich 13 Mann starke Einheit innerhalb von 2 Jahren rekrutieren kann, dann mache ich das auch. Rekrutiere nicht bloß 11. So. Zu euren Diensten. Ja, dann diese Geschichte mit diesem Umbau. Ah ne, ich kann es doch abreißen. Dann werden diese Gebäude abgerissen. Da steht aber halt immer noch... Also ich meine, die Speermänner stehen da immer noch. Die sind zwar jetzt noch schwächer beieinander als meine Truppen, aber trotzdem. So. Dann kommt jetzt die epische Schlacht, wo jeder von uns beiden eine Fullstack steuern darf. Nee. Aber erst gleich, weil ich muss noch einen Agenten rekrutieren. Also Helden rekrutieren. Rekrutierungskosten für Landeinheiten in der lokalen Provinz, Verstärkungsrate aller Einheiten in der Begleitarmee und Unterhalt für alle Landeinheiten in der Begleitarmee. Ja, dann... Mein Freund, das sieht so aus, als würdest du, wenn dein Kollege nicht noch bessere Werte hat. Nee, hat er nicht. Okay. Dann darfst du schon mal auferstehen. Dann mal gucken, Illyrien.
Epidamnus fällt auch die Dingstück, also wirklich durchgehend. Ah, jetzt ist Lateinisch auf dem Vormarsch mit den ne, mit, weiß schon. Ja. So. Ja gut, das Dakien ist jetzt neue Provinz. Makedonien ist schwach, was die Nahrungsversorgung angeht, so wie es aussieht. Aber das kann durch die anderen Provinzen aufgefangen werden. Vor allem durch Thrakien und Hellas. Okay, dann kommen wir jetzt zu der Schlacht. Yay! So, mal gucken, kann die Spionen... Hat auch hier jetzt, also jetzt fängt dann die dritte Folge an. Upsi! So, dann tun wir mal die Siedlung noch auskundschaften. Sabotage erfolgreich. Und was hast du jetzt rausgefunden? Hey, dass du einen Rang erhöht wurdest, hast du noch rausgefunden. Das ist doch schön. So. Gut. Na dann. Zu euren Dienst. Dann let's go. Wir hungern nach einer Schlacht. Kein Gedanke rein. So. Wir warten jetzt allerdings nicht. Das schaffen wir mit 4 Leitern schon, würde ich sagen. Ja. So. Dann starten wir den Belagerungsangriff. Achso, doch, zusehen, weil du spielst ja dann kriegst genau. Die Einheiten, genau. Ja, wobei, das hätten wir ja sogar auch automatisch machen können, oder? Der hat aber noch eine Armee bei, eigentlich. Der kriegt eigentlich noch eine Verstärkungsarmee. Dachte ich, weil die steht da direkt daneben. Ist sie im Gewaltmarsch oder sowas? Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, drauf geachtet jetzt. Ja. Aber wenn das der Fall ist, dann dauert es einfach nur deutlich weniger lang. Ja, ja, das stimmt. So. Okay, es sind die Hopliten an den Ding, das finde ich gut. Ja, im Grunde können wir jetzt schon starten, dann kann ich dir die zweite Armee geben. Ja, auch wenn du die nicht wirklich brauchst. Bis sie da ist. Ja. Ups. Sehr wahrscheinlich. Ja. Einmal mehr haben wir uns zum Kampf versammelt und nicht jeder von uns wird das Morgengrauen erleben. Dennoch wünsche ich jedem das Glück. Die sind eh auf der komplett anderen Seite der Karte. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Alle da sein. Was? Dein Typ hat gesagt, verstümmelt die Toten. Ist ja widerlich. Er hat da
halt einen komischen Fetisch, meine Güte. So. So, dann let's go. Bitte sehr. Jawohl. Allerdings weiß ich gar nicht, ob es von da oben einen sinnvollen Weg tatsächlich in die Stadt rein gibt. Gibt's nicht, ich muss außen rum gehen. Weißt du, was ich mache? Dann ziehe ich mit meinen Leuten hier rüber und greife dann von da an. Da ist dann für dich der Weg auch kürzer. Warte, wo? Warte, also hier hin, oder was? Ich zeig's dir gleich. Ich stell sie hier irgendwo auf. Einfach nur, damit du von der Richtung her weißt, wo. Ja. So, und dann werde ich wahrscheinlich hier auf diese Wand hauptsächlich stürmen, damit wir nicht an dem Tor da stehen. Hm. Dann machen wir mal einen Vorsprung, oder? Weil wir bis hier da sind. Ich muss noch kurz die restlichen Einheiten in die richtigen Stellen schicken dann. Nein, Jungs. Ihr hierhin. Ihr hierhin. Ihr hierhin. General dahin. Und ihr hierhin. So. Hast du deine Leute platziert? Deine Marschbefehle gegeben? Ja, ja. Gut. Dauert wahrscheinlich bis die Leitern halt da vorne stehen. Ja, eben. Also. Rein theoretisch kannst du die Leitern ja schon hierhin tun. Weil ja. Die Türme schießen nur bis hier. Jo. Ja, ne? Jo. Das war jetzt echt gemein eigentlich. So, anteasern, so erst so, ja, jetzt gibt's eine fette Schlacht. Oh, nee, Schlachten okay. Dann so, okay, ich komm nicht hin. Aber es war halt so unbeabsichtigt. Ja, und jetzt ist die Schlacht halt so, ja. Jetzt ist die Schlacht so, weil der eine Typ meint, der müsste seine Armee in Gewaltmarsch oder in wie heißt es andere? Es gibt noch so eine Defensivstellung irgendwie. Ja, Defensivstellung. Ah, die heißt tatsächlich so, okay. Ja. So. Genau, ja, du kannst schon mal anfangen. Wait, wait, wait. So. Abfliegen! Durchbrecht die Linie! Greift ihre Positionen an! Schneidet sie in Stücke! An die Waffen! Zu euren Diensten! Zerstückelt sie! Befehle. Schneidet sie bereit. In Stücke! Schneidet bereit sie in Stücke! Alter. Wie ihr befehlt! Dum, dum, dum. So, wir gehen aber erst mit den Hopliten hoch, oder? Weil die sind in der Nahkampfsituation besser als die Pikiniere. Ja, definitiv. Aber okay.
Da treffe ich die gar nicht. Ich höre mal auf zu schießen. Also. Ja, ich habe eh nur noch 2 Einheiten Hopliten. Ja, ich habe 2, 4, 6, 7. Schnell vorrücken! Mit dem General gerechnet, oder? Ja, ich habe ja quasi keinen General. Also ich kann auch nicht sehen, wer der General ist. Ah, ja, das hatte ich aber auch. Ich konnte das auch nicht gescheit sehen, aber du musst eigentlich einen haben. Arm halt dann. Genau. Der General geht mal dahin. Leitern stehen. Mhm. Speerinfanterie bereit! Kommt sofort deine Fahne! Speerinfanterie bereit! Zu Befehl! Die vierte Leiter steht auch gleich. Jo, passt. Abblicken! Kommt deine Phalanx! Scheinbar können die, wenn sie gesagt kriegen, sie sollen in die Phalanx-Stellung gehen, keine Leitern hochklettern. Ja, das können sie nicht nehmen. Ja, und klettern sie halt dann wieder runter. Naja, der Rest der Einheit ist ja noch unten. Bereit zum Einsatz! Vorsichtig, oh, cool. Tobi. Alles gut. Greif rück vor! Eure Befehle? So. Doppelte Geschwindigkeit. Befehl verstanden. Oh, jetzt hört mal auf zu schießen. Bereit, Schleuderer! Ja, Kommandant! Zu euren Diensten! Schön anstellen hier. So. Macht es Sinn, die Hopliten da oben in Phalanx-Stellung gehen zu lassen, sobald sie oben sind? Nee. Ich glaube also auch in dem nicht. Fall nicht. Ja, wenn du jetzt, also wenn da eine riesen Armee wäre. Ja, also jetzt. Da kommt die Generalseinheit. Ja. Schlecht für sie. Ja. Steinschleuderer! Schieß! Zielen!
Das ist immer lustig herauszufinden, welche Einheit jetzt von einem selbst ist. Ja. Worauf schießt du? Auf den Flankler hier hinten. Weil da vorne würde ich nur Friendly Fire machen. Ja, meine sind dafür scheinbar zu dumm. Doppelte Geschwindigkeit! Obliegen bereit! Okay, ich laufe jetzt auf den Plankler drauf. Achso, warte, das sind deine Jungs. Ja, das sind meine. Auch, ne? Schnell vorrücken! Befehle? Verstanden! Schnell vorrücken! Ja, ich sag mal so, ist easy verdiente Einheiten EP. Ja, das stimmt. Ach, schon wieder, ey. Ah, Schock. Haben wir auch das Tor. Und dann ist alles schön. Wir haben einen Turm eingenommen. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Marsch! Kommt sofort deine Phalanx! Aufrichten! Durchbrech einen Reich! Das war sehr spannend. Mhm. Schade, wenn der Typ da seine Armee drin gehabt hätte, dann wäre das echt spannend gewesen wahrscheinlich. Mhm. Aber so, weil er hätte auch ein paar, also was ich halt durchs Rausspionieren so rausgefunden habe, hätte der echt ein paar Einheiten gehabt, die ganz gut auch zum Deffen gewesen wären. So ein paar Speerkämpfer und so, aber auf die Weise war das natürlich. Ja, ist halt meistens so, dass ja, auch wenn man belagert und dann fast gewinnen würde, dann gehen die meistens auch weg, also mit der Verteidigungsarmee. Was auch total unsinnig ist, aber auch nein. Jetzt kann ich aber gleich sehen, ob er im Gewaltmarsch war oder nicht. Mhm. So.
Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass er halt jetzt gleich wieder diese Aktion bringt und sinnlos in quasi versucht, die Stadt zurückzuerobern. Ja, ja, ja. Das könnte halt wirklich sein. Nee, ich gehe ehrlich gesagt stark davon aus. Hat er noch andere Städte? Ja, Städte schon. Ja, okay, dann ist es wahrscheinlich, dass er zurückgeht. Also, ja. Hoffe ich auf jeden Fall für ihn. Ja, diese Armee hat halt kaum Verluste erlitten jetzt. Also ich meine, ich habe eine Einheit, zwei Einheiten stehen bei mir, wo wirklich der Balken gelb ist. Hm. Und die sind aber auch beide noch über der Hälfte. Also ja, ich glaube, eine Einheit, also von der zweiten Armee, die ich hatte, ist einer rot. Wegen dem Turm. Okay. Aber, ja, bei mir waren das wahrscheinlich halt die zwei Einheiten, die von dem Turm am Anfang angegriffen wurden. Mhm, so. Ja. Und die halt dann auch so mit die ersten waren, die auf die Mauer hoch sind. Mhm. Aber allgemein, bei mir haben die Hopliten einen relativ guten Job gemacht. Also einer mit fast 200 Kills, einer mit exakt 100. Mhm. Zwei mit fast 200 Kills sogar. Ja. Jo. So, das wäre so eine Stadt, die sich zum Niederreißen halt auch wieder lohnt mit 5000 Gold. Ja, musst du halt überlegen, also... Ja, ich will halt eigentlich schnell weiter, deswegen... Ja. So, aber... Ah ja, genau, er steht im Gewaltmarsch. Und das ist eine komplette ja. Fullstack. Ja, gut, dass du das diese Runde gemacht hast und nicht auf mehr Leitern... Gewartet hast, ja. Wobei, dann wäre es spannender gewesen, aber okay. Ja. Ah ja, stimmt. Bei dir ist eine Hopliteneinheit rot. Ja. Aber ey, das ist halt echt so pervers. 90 Grundmoral. Ja. Okay. Ist halt schon bitter. Dann schauen wir doch mal. Was ist denn hier in der Stadt? Ja genau, in der Stadt kann ich eigentlich alles einmal abreißen. Weil nichts von dem, was hier ist, kann ich verwenden. Das hier ist ein... Ausbildungslager sind eigentlich immer ganz nice. Mhm. So, Ausbildungslager, Nahkampf. Ja, plus 5% Nahkampfangriff von Nahkampfinfanterie. Bei der Rekrutierung plus ein Armee-Rekrutierungskapazität. Und du wirst abgerissen. Und du wirst... Dann mache ich dich zu so einem kompletten Ding, weil dann kann ich hier auch gleich rekrutieren. Das wäre sonst ein bisschen dumm. So. Ja, gut. Dann bleibe ich mit der Armee mal noch in der Gegend. Oder warte, ich tausche. Die Einheit gegen die Einheit und die Einheit gegen die Einheit. Weil dann sind die ganzen verwundeten Einheiten, also die ernsthaft verwundeten Einheiten in der Stadt drin und da heilen sie schneller. Ja. Passt. So, dann gucke ich jetzt noch einmal in die Politik. Ob es denn... Oho. Der Prinz wird erwachsen.
und kann heiraten. Im Alter von 22 Jahren. Das ist ziemlich human, finde ich. Ja, finde ich auch. So. Hoffen wir, dass er starke Kinder kriegt. So, und diese Damen hier. Sie, was bist du? Callista, du bist eine Politikerin in Sparta, bist unverheiratet, aber ich kann dich auch nicht verheiraten. Warum nicht? Hat wahrscheinlich zu wenig Einfluss. Nee, dann musst du sie nochmal befördern. Ich kann bei ihr aktuell gar nichts machen. Hast du kein Geld? Ah, ja. Upsi. Also, aber nächste Runde fast 7000 Einkommen wieder. Also langsam. Langsam hast du es. Ja. Rührt sich da auch ein bisschen was. So, aber ich muss jetzt dann gucken, dass ich noch irgendwie ein bisschen mit der Versorgung wieder besser nachkomme noch. Ja. Okay, na dann, beende ich mal die Runde. So. Jetzt weitermachen, weil jetzt könnte ich das auch so schneiden, dass es in zwei Ja, und wir haben eh gesagt, dass wir um 5 Uhr aufhören wollen, oder? Dass wir dann noch kurz Pause machen, bevor wir dann mit dem Flo weitersuchten. Ja, genau. Gut, ja, dann warten wir noch, bis ich dran bin. Ja, und genau. Dann geht's weiter. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge, die dann keine Ahnung wann wiederkommt. Ja, wahrscheinlich schon relativ bald, weil wir haben ja Zeit. Genau. By the way, ich bin bis 19. April voraussichtlich in Urlaub. Mhm. Ja, ich muss jetzt, warte, Satrapie bitte? Sie ließen sich mit Gold besänftigen, denke ich. Nö, okay, dann nicht. Genau, ich Tilugia. Du erinnerst dich noch, dass mir vor ein paar Folgen ein feindlicher Germanenstamm den Krieg erklärt hat? Ja. Die sind gerade in mein Land eingedrungen. Oh, das wird dann nochmal interessant. Ja, weil es wird dann nämlich ein Zwei-Fronten-Krieg. Okay. Das wird spannend. Ja, das wird auf jeden Fall spannend, ja. Genau. Ja, cool. Nochmal ein Cliffhanger. Das und mehr. Nächste Runde. Das und mehr in der nächsten Folge von Robotron War 2. 2 Again. Schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt Road to War 2 Again. 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 Genau. Ja, cool. Dann war's das. Und ja, bis in ein paar Tagen, würde ich sagen. Also, das kommt für euch irgendwie, keine Ahnung, wenn halt die nächste Folge online kommt. Ja, in ein paar Tagen. Gut, bis dahin. In ein paar Tagen. Macht's gut, bye bye. Cheers.